Yoshi! Hallihallo, Hallöchen, ihr süßen Knuddel-Yoshis und seid willkommen zurück zu Yoshi's Island DS. So sieht's aus, ihr Lieben. Beim letzten Mal haben wir den guten Wario dazu gekriegt. Ja, den guten alten geldgierigen Wario in Babyformat mit einem dicken, fetten Magneten in der Hand. Was dieser Magnet kann, das habe ich euch ja schon beim letzten Mal gezeigt. Wie es weitergeht, wir werden sehen. Wir erkunden jetzt auf jeden Fall das nächste Level, denn die großen Münzen sind nun wieder komplett und auch die 100% ist bisher erfüllt. Das Glück ist hier hold, die Taschen voll Gold. Okay, das ist offenbar wieder so ein Wario-Level. So, dann wollen wir auch gleich mal gucken. Ja, hier, Wario wieder mit seinen dicken Magneten hier. Erstmal ordentlich Geld anziehen. So muttert. Ha, schon als Baby war er sehr gierig. Das hier ist ein Stahllift. Stelle dich darunter und verwende deinen Magneten, um ihn nach unten zu ziehen, so dass du draufspringen kannst. Ja gut, das haben wir ja schon gemacht. Kennen wir ja schon. So, aber ich guck mich da nochmal um. Weil ihr wisst ja, man kann ganz schnell was übersehen, aber offenbar habe ich hier an alles gedacht. Oder gibt es da oben noch was? Nö. Sieht nicht danach aus. Dann gehen wir wieder runter. So. Sieht doch schon mal ganz nett aus. So, du kommst nachher. Hm. Köstlich, köstlich. Allerdings müsst ihr bei den Magneten auch ein bisschen aufpassen, denn so praktisch der auch ist, es kann mal passieren, dass die Münzen von wer weiß wo angeflogen kommen. Und es wäre dann nicht so cool, wenn diese zu lange brauchen, um zu euch zu kommen, denn die verschwinden dann und das kann auch ganz schnell tatsächlich mit Red Coins passieren dadurch. Ja, denn wenn da drunter nämlich eine Red Coin ist, ist die nämlich auch gleich weg. Vorsichtig. Na, Yoshi, ob du da wirklich so gierig sein solltest? Weg mit euch. So. Lecker mit Apfelgeschmack. So. Du kommst da mal raus. Checken wir nochmal kurz die Höhle hier. Aber da scheint nichts zu sein. Dann hopsen wir mal hier hoch. Du kommst her, du wirst gefressen. Einfach nur, weil du lecker Schmecker aussiehst. So. Oh, jetzt geht's in den... Och, nö. Nicht dieser Scheiß. Oh Gott. Leute. Ja, ich hab's befürchtet. Ich kenne dieses Level. Ich hab das schon mal gezockt und ich kann euch sagen, ich hasse dieses Level, weil hier kann man ganz schnell was übersehen. Ich muss nämlich jetzt hier wirklich jeden einzelnen Busch nebenbei prüfen. Denn in jedem Busch könnte sich eine verdammte Red Coin verstecken. Und ja, man kann hier sehr schnell was übersehen. Siehe da, da wäre nämlich auch noch eine Red Coin. Du kommst mal her. Nicht, dass da hinten noch eine sitzt. Okay, hier nicht. Magnet hin oder her, aber der Magnet taugt nicht immer was, habe ich festgestellt. Du kommst her. So. Jetzt müssen wir uns hier ganz genau umschauen, ihr Lieben. So, da ist alles drin. Ach, guck mal, da waren sogar drei. Ich hätte jetzt nämlich gedacht, dass da nur zwei sind. Habe ich noch Eier? Ja, habe ich. Gut. Nur um nochmal ganz, ganz sicher zu gehen. Okay, ich hoffe, das waren jetzt wirklich alle. So, fangen wir an. Weil, wie gesagt, man kann hier ganz schnell was übersehen. Was gleich gesagt ist, sollte ich das Level jetzt nicht auf 100% wegen den Red Coins schaffen, weil ich hier eine übersehen habe. Dann sage ich so, wie es ist, dann werde ich das Level privat nachholen. Denn dann wisst ihr, dass einfach hinter irgendeinem Busch ich was vergessen habe und ich deswegen gerade Probleme habe. Und ich habe jetzt gerade erst recht ein Problem, denn ich habe jetzt gerade keine Munition mehr. Du kommst mir gerade richtig. Dankeschön. So, hier sollten wir ja hoffentlich alles gefunden haben. Und jetzt habe ich euch davon erzählt und jetzt kommt die Paranoia, dass ich doch was vergessen hätte. Und das geht hier ja echt schneller, als man gucken kann. So, gucken wir erstmal, was da drin ist. Sternpunkte. Gut, Sternpunkte sind gut. Lieber Sternpunkte als Blümchen. So. Ich trau dem Braten hier nicht. Ich trau der Sache hier nicht. Oh. Wisst ihr, was ich gerade sehe? Ihr seht es ja auch. Der Winkelschuss wird ja hier gebraucht, ne? Wieso habe ich das Gefühl, dass zwischen diesen Büschen auch noch eine Red Coin sitzt? Nennt mich paranoid, aber das ist halt so. Ich wollte sagen, du nerv mal hier nicht rum. Okay, hier ist schon mal nichts. Und ich sehe gerade, ich kann den Winkelschuss auch mit Wario machen.
Das habe ich wahrscheinlich nur vergessen, weil ihr seht ja auch schon auf dem Layout hier, dass mein Schriftzug sich verändert hat, dass der nämlich jetzt grün ist. Das liegt daran, ihr Lieben, dass das die erste Aufnahme tatsächlich von 2023 ist. Kaum zu glauben, ist aber so. Denn aus Krankheitsgründen und durch meine Pause habe ich nämlich seit Ende November nämlich keinen einzigen Yoshi's Island Part mehr aufgenommen. Und dementsprechend, wir haben jetzt gerade Februar 2023. Ja, oh mein Gott, zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und das Alpha Yoshi ist jetzt endlich wieder fit und hat endlich mal Zeit gefunden, weiterzumachen. Ja. Und konnte dann dementsprechend auch sein neues Design auch gleich mit einbauen. So. Ich will nochmal die Büsche alle treffen. Okay. Das wirklich die zerstört? Okay. Ich bin misstrauisch, Leute. Ich bin misstrauisch. Ich habe wirklich Angst, dass ich mir dadurch am Ende die 100% versaue, dass ich hier wieder irgendwas übersehen habe. Seht ihr, da war zum Beispiel schon mal eine Red. Was haben wir hier? Froggy, komm mal her. Ja, das war intelligent, Herr Alpha Yoshi. Okay, hier werde ich wahrscheinlich Donkey Kong brauchen. Ah, pass auf! Ey, wieso darfst du auf der Blume rumspringen? So. Da habe ich gerade einen Moment Panik gehabt. Okay, da ist eine Coin. Okay, ich glaube, ich sollte mit Donkey Kong mal eben mitnehmen. Donkey, wir brauchen dich mal kurz. So, nee, du bist Mario, Peach. Da haben wir Donkey Kong. Ich glaube, mit ihm ist das ein bisschen einfacher, dann da reinzukommen. Gucken wir mal. Da können wir uns auf jeden Fall ein paar Sternis sichern. Okay, sieht ja gar nicht so schlecht aus bisher. Okay. Gut, bisher scheinen wir alles gekriegt zu haben. Ich will's doch hoffen, ich trau den Frieden noch nicht so ganz. Ich trau den Frieden noch nicht so ganz, aber wir werden sehen. So. Jetzt muss ich erstmal da reinzielen. Und knapp daneben ist auch vorbei. Zählt natürlich nicht. Nee, lass mal das Steuerkreuz machen. So. Perfekter Schuss. Immer her mit den Sternis. Dankeschön. So, jetzt nehmen wir uns noch ein bisschen Munition mit. So, hier brauchten wir Donkey Kong. Da können wir ihn auch noch gebrauchen. Irgendwas sagt mir, dass da noch was versteckt ist. Hahaha, da ist eine Red Coin zwischen gewesen. Hier dann doch bestimmt... Oh, hier nicht. Okay, da ist nur ein One-Up drin. One-Up ist okay, da geht's hoch. Okay, hier ist nix. Nein, man merkt überhaupt nicht, dass ich paranoid, dass ich Paranoia habe und Angst habe, dass ich hier eine Münze vergessen haben könnte. Nein, braucht ihr nicht denken. Dieser Froschmann hier, der nervt gerade. Du Arsch! Kannst du nicht woanders doof sein? Nein, nicht vor vier. So, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, hier geht es... Okay, hier ging es weiter. Na, jetzt ist natürlich die Frage, was haben wir da oben? Ich würde sagen, wir checken das einfach mal aus. Wie sieht's aus? 10, okay, die Hälfte haben wir. Gut, Munition habe ich auch genug. Okay, wisst ihr was? Wir riskieren's jetzt einfach. Mehr als mich am Ende schwarz darüber ärgern, kann ich mich nicht. So. Okay. Oh, scheiße. Ach, Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich muss jetzt das Level abbrechen, aber ich habe Glück gehabt. Gut, wir kriegen hier also Wario. Das ist gut. Immer her mit dem Geld. Geld, 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 Geld regiert die Welt. Mami, Mami, Mami. Wobei, das klang, glaube ich, eher mehr nach Waluigi. Also, ich muss wirklich sagen, Wario ist wirklich einer der Stimmen, die ich wirklich, glaube ich, nicht hinkriegen würde, wenn ich ehrlich bin.
So, Plattform, kommen Sie bitte hier runter. Dankeschön. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich mir jetzt nicht zu viel wegnehme. Weil, wie gesagt, wie ich es ja eben schon erklärt habe, es kann ganz schnell passieren, dass je länger die Münzen in der Luft sind, desto schneller sind sie auch weg. Und das gilt leider auch für die Münzen, die eher für Red Coins sind. So. Ich glaube, wir ziehen dich mal nach ganz unten. Komm mal her. Komm, noch ein Stück. Hui! Okay, das klappt ja schon mal wunderbest. Was haben wir denn hier oben? Fiese Blümchen. Noch ein fiese Blümchen. Du bist ein normales Blümchen. Okay, ich vertraue jetzt darauf, dass da wirklich nichts ist. Okay, da muss ich definitiv nochmal hoch. Ja, keine Münze verschwenden, ihr Lieben. Man weiß nie, wo eine Red Coin hintersitzen kann. Ganz wichtig. Da hätte ich nämlich jetzt fast den Fehler gemacht, den ich meinte. Okay, wir ziehen dich mal lieber nochmal ein Stück runter. Komm, runter und nochmal runter. Dankeschön. Nee. Mist, ich habe keine Munition. Das ist jetzt uncool. Nein! Oh Gott, hoffentlich war das jetzt keine Red Coin. Mir ist eine Münze abhanden gekommen. Oh shit. Wobei, es könnten noch alle sein. Lass uns hoffen, dass es einfach eine ganz normale gelbe war. Jetzt stellt euch mal vor, das war tatsächlich am Ende eine Red Coin. Wie ärgerlich das wohl wäre. Da war auf jeden Fall eine Red Coin bei. So, haben wir jetzt alles? Ne, zwei sind da noch. Die sind aber auch bockig, die beiden Münzen. Brauchen wohl eine extra Einladung. Sind wohl zickige Münzen. Die haben keine Lust. Die wollen nicht zu ihren kleinen Brüdern und Schwestern. Alle hopp! So. Okay, da haben wir alles. Im Übrigen ist jetzt wahrscheinlich auch die Zeit vorbei, an dem ich zwei Level in einem Part schaffe. Also sprich, rechne damit, dass jeder Part jetzt mittlerweile ein Level beinhaltet. Und es kann sogar passieren, dass wir auch das eine oder andere Level zum Schluss vielleicht sogar noch wiederholen müssen, weil uns was fehlt. Je nachdem. So. Da sind noch Coins drin. Die Frage ist, Red Coin oder Normal Coin? Das ist hier die Frage. Aber das werden wir herausfinden. So, kommt mal runter. Los, Abmarsch. Komm runter. So. Jetzt muss ich nur noch diese blöde Dingsen erwischen. Hallo, fiese Blümchen. Hallo, fiese Blümchen. Ich mag diese Dinger nicht. Ich sag's euch. Toll. Jetzt kann ich wieder den ganzen Weg. Ich muss sagen, langsam geht mir das mit dem zweiten Bildschirm doch ein wenig auf den Sack. Also da muss ich wirklich sagen, wo ich den Vergleich mit Yoshi's New Island habe, was ja zu diesem Zeitpunkt gerade auf Twitch mein kleines Spontanprojekt ist, muss ich wirklich sagen, ein Bildschirm reicht wirklich. So, okay, offenbar habe ich alles. Wie sieht's aus? Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich wirklich alles habe. Da war zum Beispiel gerade eine Coin. So, am liebsten wäre mir jetzt natürlich, wenn ich hier irgendwo die Möglichkeit hätte, Munition zu kriegen. Okay, wechseln wir erstmal. Wir brauchen Mario, um die Blöcke hier zu aktivieren. Dankeschön. Können wir... Achso, nee, Quatsch, hier brauche ich Wario. Ich glaube, wir sollten überwiegend bei Wario bleiben, wenn wir einen Abschnitt geschafft haben. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir den am Ende noch brauchen werden. Ich meine, allein vom Levelnamen her scheint das hier eher mehr, ja, Wario-Level zu sein. Wobei so eine Mischung aus... Ach, keine Ahnung. Wir werden es ja gleich sehen. So. Um da lang zu kommen, muss ich... Oh Gott, jetzt muss ich schon wieder Babywechsel dich spielen. Mir macht Sorgen, dass ich keine Eier mehr habe.
Nicht, dass sich hier noch eine Redcoin versteckt. So, da oben wäre, glaube ich, ein Checkpoint, ja. Gut, aber da unten ist auch ein Blümchen. Gut, Blümchen nehmen wir mit, das ist klar. Aber Munition wäre mir jetzt ehrlich gesagt lieber, denn ich will dieses Gebiet da nochmal checken. Könnten wir alles haben? Dieser Moment, wenn man es nicht weiß. Das war schon damals mein Problem. Okay, ich komme hier auch nirgendwo höher. Also muss ich jetzt darauf vertrauen? Nicht auf die Kraft der Freundschaft, sondern darauf vertrauen, dass ich jetzt wirklich alles habe. Hier ist nichts. Ich muss darauf vertrauen, dass ich jetzt alle bisher erwischt habe. Okay. Hätte ja klappen können. Du stinkst, geh weg. Okay, hier scheint nichts hinter zu sein. Warten wir besser, bis der weiter runtergekommen ist. Ich will ihn jetzt auch nicht unnötig mit einer RAM-Attacke klatschen, weil ich Schiss habe, dass es mir sonst... Ah ja, die 100% versaut. So, wir haben jetzt 15 Coins, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die Frage ist nur, haben wir jetzt alles erwischt bisher? War wahrscheinlich keine so gute Idee. So, die nerven jetzt nicht mehr. Puh. So, Wario. Okay, das Level ist doch... Oh, anstrengend. Kannst du, dummer Storch, dich mal da verpissen? Danke, du störst. Geh weg. Toll, jetzt habe ich wegen dir meine ganze Munition ver... Obwohl, nö, noch nicht ganz. Das kleine Blümchen hier gibt mir ja neue Munition. Das ist gut. Immer schön die Munition festhalten. Denn... Okay, da scheint nichts mehr drin zu sein. Da ist auch nichts. Laden wir uns nochmal auf. Irgendwie traue ich diesen Dingern hier oben nicht. Okay, da scheint nichts zu sein. Okay, ich wollte nur noch mal sicher gehen. Ich muss jetzt einfach mal hoffen, dass das geklappt hat. Wobei, ich habe jetzt schon so viele Münzen. Okay, 17 haben wir schon. Ich glaube, wir könnten bisher alle gefunden haben. Nummer 18. Okay, 2 fehlen uns noch. Okay. Was haben wir denn hier diesmal für ein Minispiel? Achso. Die Flatterfluggeschichte. Na, schaffen wir mehr als 50? Ach, schade. Aber es gibt nur One-Up. Yay! Ich meine, wie viele Leben haben wir überhaupt? Noch 102 Leben. Das ist doch nicht viel. So, warte mal, waren wir hier schon? Achso, das ist das hier. Okay. Dämlicher Koopa, geh woanders rumnerven. Okay, bisher haben wir hier alles erwischt. Nett, dass wir hier einen Checkpoint haben. Okay, bis hierhin scheint alles in Ordnung. Okay, hier scheint auch nichts zu sein. Ich glaube, wir haben alles erwischt.
Mit der Betonung auf, ich glaube. Ich möchte nichts garantieren. Okay, wofür brauchen wir den Schalter? Ziehen wir den mal mit. Nein, was habe ich getan? Oh, shit. Obwohl, warte mal, das könnte ich noch retten. Nein, ich habe die Blume nicht gekriegt. Nein! Oh, was mache ich? Oh Gott, ich bin so am Arsch. Ich habe mir gerade die 100% versaut, richtig? Oh, so ein Dreck. Warte mal, gibt's hier einen Abgrund? Ja. Das musste sein. Ich glaube nämlich nicht, dass ich nochmal weitere Sternpunkte kriege. So großzügig ist das Spiel nämlich leider in dem Fall nicht gewesen. So. Ja gut, okay, so weit weg von dem Part sind wir jetzt ja nicht. Wobei, es war ja erst der Mittelteil, ne? Wobei, wir haben schon so viel gesammelt. Es fehlen nur noch 2 Coins. 2 Coins und 2 Blümchen. Ich meine, gut, das eine Blümchen haben wir ja gerade gefunden. Ich darf die Eier jetzt nicht verschwenden. Wobei, wir hatten ja hier vorhin keine weiteren gefunden. So. Ich würde sagen, wir ziehen dich mal an. Ich glaube, die beste Idee wäre, hier auf Donkey Kong umzuwechseln. Denn mit Donkey Kong können wir das Blümchen One-Hit killen. Nicht nur das, wir wissen ja, Donkey Kong erzeugt einen Explosionsradius. Danke. Und jetzt verschwinde. Okay. Ich wollte nur sicher gehen, dass da nicht noch irgendwas Ekliges versteckt ist. Puh, anstrengendes Level, Leute. Anstrengendes Level. Hier läuft man so schnell in Gefahr, was zu übersehen. Und ich muss jetzt einfach hoffen, dass ich bisher alles gefunden habe. Um die Sternpunkte mache ich mir Sorgen. Um die Sternpunkte mache ich mir Sorgen. Denn mit ganz viel Pech reicht es nicht. Ich meine, ganz klar, wenn es nur an den Sternpunkten liegt, Leute, dann werde ich das privat nachholen. Wenn es jetzt um Redcoin und Fundorte der Blümchen betrifft, dann ist ja wohl klar, dass wir wechseln werden. Beziehungsweise, dass ich es dann nochmal im Video wiederholen werde. Entweder schneide ich euch das rein oder... Aha. Babymünze. So, hier habe ich ja den Vorteil, hier kann ich mich tragen lassen. Nein, 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 nein! Und tschüss! Wer baut da auch bitte eine scheiß Lücke hin? Jetzt mal ehrlich. Das ist doch scheiße. Okay, es sind ja eh nur 18. Dementsprechend weiß ich jetzt ja, dass hier keine Redcoins mehr sind. Zumindest gab es hier vorhin kein Zeichen für eine Redcoin. Du verzieh dich. Mach einen Abgang. Wario, walten Sie ihres Amtes. Was tut man nicht alles zu 100%? Was tut man nicht alles zu 100%? Aber ich habe es mir ja auch ausgesucht, ne? Ja. So, egal. Geh da hin. Es gab keine weiteren Coins, also interessiert dich das hier auch nicht. So, ich habe gerade gesehen, da war eine Babymünze. Die müssen wir jetzt natürlich nochmal neu sammeln. Und vorher sollten wir uns auch die Kiste darunter schieben. Das wäre sehr hilfreich. Ja, das Alpha Yoshi streckt... Oh Gott. Ja, nee, bist du da fertig, bist Peach. Donkey Kong, das ist, glaube ich, ein Ding für dich. Zum Glück ist er ja so super stark. Das haben wir ja gerade im Speziallevel 1 feststellen dürfen. Oh, jetzt muss ich schon wieder das Baby wechseln. Ich könnte es ja auch einfach mit den Magneten schieben, ne? Ich glaube, wir bleiben jetzt einfach mal auf Wario. Vorsichtshalber. Schieb. Obwohl, nee, Quatsch. Ah, ich muss ja nochmal wechseln. So.
Mario, Peach, so. Ich brauche die Münze. Ja, einmal noch bitte den Aufwind. Danke. So. Jetzt können wir auf Wario wechseln. Ja, ja, ihr Lieben. Anstrengend mit den Babys. Anstrengend. So, da wissen wir. Da kommt... Schnauze. Nein! Checkpoint! Oh Gott, ich war noch nie so froh, einen Checkpoint zu sehen. Okay, eine Blume, zwei Münzen noch. Wenn es hier noch einen Checkpoint gibt, habe ich also noch eine Chance. Alter, dieses Level ist anstrengend, Leute. Oh mein Gott. Verschwinde. Ich habe ein ganz mieses Gefühl, was kommt. Nein! Okay, ganz ruhig. Du könntest hier noch Glück haben mit den Sternpunkten. Warte. Oh, oh. Oh, oh. Keine gute Idee. Keine gute Idee. Nix wie weg hier. Ich hab Angst. Hilfe. Geh weg, Fisch. Okay, euch bringen wir mal zum Einsturz. So, nur für alle Fälle. Okay. Oh Gott im Himmel nochmal. Und da wurde ich gefressen. Ich hasse diesen Fisch, Leute. Ich sag es euch. Ich hasse diesen Fisch. Und ich bin so froh, dass hier ein verdammter Checkpoint ist. Also geht das ja noch. So, und wehe. Ich habe jetzt eine Red Coin vergessen. Ich glaube, dann kriege ich einen Anfall, wenn ich dieses Level nochmal machen darf. Nein. Oh Gott. Angst. Und sagen, Yoshi, spring. Ich habe Angst vor dem Fisch da draußen. Der ist doof. Ich kann die Münzen hier nicht ignorieren. Oh mein Gott, nochmal. Ja, los, komm hier, friss mich. Los, friss mich. Friss mich. Ich schmecke ganz furchtbar. Kann das Scheißvieh mich jetzt einfach mal fressen? Wohin, wo es das nicht sollte? Okay, wisst ihr was? Behaltet das Baby. Ah! Nimm das Baby mit, das will ich nicht mehr. Schnauze voll. Ey, halbe Stunde für dieses bescheuerte Level hier. Ja, ja, ja. Geh mir nicht auf den Sack, nimm das scheiß Baby mit. So. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber jetzt seht ihr auch, was passiert, wenn das Baby weg ist. Ich meine, gut, das habt ihr, glaube ich, schon mal zu sehen gekriegt. So. Und jetzt nochmal mit Gefühl. Wer hat sich diese Scheißidee mit den Koopas ausgedacht? Und warum ging das vorhin nicht so schön elegant? So. Okay, eine Münze ist da noch und ich glaube zu wissen, wo sie ist. Ich hab's im Urin. Da war die letzte Coin, aber mir fehlt noch eine Blume. Fisch! Böser Fisch! Ganz böser Fisch! Verpiss dich! Oh Gott, das ist ja schlimmer als Spezial. Okay, okay, ganz ruhig. Du hast alles, du hast 100%, Drake. Lauf! Mach jetzt keine Scheiße. Oh mein Gott, 100%. Oh mein Gott. Was für ein Scheißlevel, ehrlich. Ich hab's damals gehasst und jetzt weiß ich wieder, warum ich's gehasst habe. Aber egal. Es ist auf 100% geklärt.
Zwar mit ein bisschen Raging, aber es hat funktioniert. Anstrengend, Leute. Wirklich mega anstrengend. Aber egal, wir haben es geschafft und deswegen sei gesagt, ihr Lieben, wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst ein Abo da und das Däumchen hoch nicht vergessen. Ich würde mich freuen. Und natürlich Kommentare immer gern gesehen. Also ihr Lieben, bis zum nächsten Part. Euer Drake. Raschel!